Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen heute über die Ehrenbürgerschaft von Frau Rosemarie Köhn abstimmen und ich möchte mich in dem Fall an Sie wenden und ein paar Worte zu Rosemarie Köhn sagen. Frau Rosemarie Köhn, ich habe mir die Entscheidung zur Ehrenbürgerschaft von Frau Rosemarie Köhn nicht leicht gemacht. Nach ausgiebiger Recherche bin ich jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vorschlag sehr interessant und Frau Köhn eine bemerkenswerte Person ist. Die gebürtige Rathenowerin lebt nun ein paar Jahre in Rathenow, hat aber ihre Wurzeln nie vergessen. Ihre Lebensleistung sucht bis heute ihresgleichen. Sie hat ihr Leben immer im Dienst der Kirche gestellt, dementsprechend gehandelt und zu positiven Veränderungen beigetragen. Frau Rosemarie Köhn war die erste Frau in Norwegen und die dritte in der Welt, die zur Bischöfin ernannt wurde. In der ganzen Religionsgeschichte aller Religionen zählen wir die kirchlichen Würdenträgerinnen heute noch an einem Prozentbereich, der mit 0, beginnt. Sie wurde, was sie nicht werden sollte. Dass dieser Gedanke auch in der heutigen Zeit noch aktuell ist, verdeutlicht beispielsweise der Kommentar des Tübinger Theologieprofessors Peter Beierholz, der nach der Ernennung der ersten Bischöfin Frau Maria Jepsen feststellte, das ist die schwerste Katastrophe. Der Weg, den Rosemarie Köhn ging, war oft sehr steinig und von Hindernissen und Herausforderungen geprägt. Sie hat sich jedoch nie beirren oder einschüchtern lassen. Sie ging immer ihren Weg. Dieser ist bis heute von einer bemerkenswerten, toleranten Geisteshaltung geprägt. Sie verkörpert durch ihre Lebenseinstellung das, was unser Grundgesetz als Grundlage festgeschrieben ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die Anerkennung und Akzeptanz von Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung, Religiosität oder Hautfarbe bedürfen noch sehr viel Fleißarbeit und Engagement. In diesen Bereichen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft gibt es noch ganz viel zu tun, bis normal ist, was normal sein muss. Wir befinden uns in Deutschland, Europa und in der ganzen Welt in einer sehr schwierigen Phase. Bestimmte Strömungen verwenden all ihre Kräfte, um die gut funktionierenden Demokratien mit ihren Grundrechten sowie Grundsätzen des Zusammenlebens in Frage zu stellen. Dies wird zum Beispiel mit der Aussage verdeutlicht, genderfreundliche Professoren müssen aus Universitäten entfernt werden. Frau Rosemarie Köhn war und ist eine Pionierin unserer Zeit. Sie sollte uns allen ein großes Vorbild sein und uns ermutigen, ihre Ziele zu unterstützen. Nur gemeinsam und gegenseitiger Toleranz, Akzeptanz und Verständnis werden wir die Zukunft meistern und alle auf unserem friedlichen Weg mitnehmen. Das bewundernswerte Lebenswerk von Frau Rosemarie Köhn sollte uns Anlass genug sein, sie zur Ehrenbürgerin unserer Stadt zu machen. Damit setzen wir ein großes Zeichen auch über die Landesgrenzen hinaus. Ich stimme dem Antrag zu und würde mir wünschen, wenn Sie mir hier folgen könnten. Schönen Dank.